Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Marius Klemmbaustein Eisenbahn. Das ist jetzt Anlagenvideo 32. Da geht es hauptsächlich hier um die Tunneleinfahrt, die neue, und die Mauer, die wo hier rüber gezogen wird. Ja, hier will ich euch noch mal kurz zeigen. Das sind jetzt 20 Tannen. Da bin ich jetzt erstmal fertig. Mal gucken, vielleicht kommen noch ein paar hinzu. Ich weiß es noch nicht genau. Aber das ist eine pure Materialschlacht. Hier von den, na, da von den Grasstängeln, sage ich jetzt mal, sind hier pro Tanne 101 verbaut. Das heißt, im Ganzen hier 2020 von den Teilen. Das ist schon ordentlich. Zum Glück gibt es die aktuell in der Pick-a-Prick-Wand. So kann man da ein bisschen Geld sparen. Weil wenn man das direkt bei Lego oder bei Bricklink sich besorgen würde, ja, kostet ein bisschen was. Und bei AliExpress habe ich die Teile jetzt noch nicht gesehen, nur die alten für die Blümchen. Und die kann man ja hierfür nicht holen. Auf jeden Fall, ja, machen die Bäume doch echt was her. Wie gesagt, ich mache euch unten den Link nochmal rein von Brickworld. Der bietet die am Zweier-Set an. Für die, wo sich die Bäume nicht selber bauen wollen, ist das, denke ich mal, eine ganz gute Alternative. So kommt man auch mal an so einen Baum ran, beziehungsweise an zwei. Ja, so, dann gehen wir hier hin. Also wie gesagt, hier werde ich jetzt noch das zweite Tunnelportal, beziehungsweise das vierte Tunnelportal in der Reihe fertigstellen. Und dann fangen wir hier mit der Mauer an. Ich hatte hier auf der Seite das Problem gehabt, dass die Mauersteine irgendwie einen Hauch zu, ja, schmal sind. Und da haben die sich immer auseinandergezogen. Ja, und so. Und hier, ja, da geht es eigentlich noch. Aber ich habe die Mauer ab hier ungefähr, sitzt die auf Fliesen und wird dann hier vorne von der kleinen Mauer und hinten dran von weiteren Bricks gehalten. Dann bin ich hingegangen, mal gucken, ob ich euch das zeigen kann, wie sie hier zu fixieren. Wird sie hier noch unterm Holz zusätzlich festgeklemmt, damit es auch unten bleibt, weil sonst würde die sich immer nach oben ziehen. Oh, da habe ich sie jetzt ein bisschen zerlegt. Muss ich immer aufpassen, egal. Da sind wir wieder. Also, und da werde ich jetzt hingehen. Da wird in der Mauer, wo jetzt hinten an der Wand vorbeigeht, mache ich überall hier so Vorsprünge rein. Erstens sieht das besser aus und zweitens hat die Mauer hier die Möglichkeit, sich hinten dran ein bisschen auseinanderzuziehen. Da kann man also ein paar Millimeter auf eine gewisse Länge überbrücken. Ja, ich würde sagen, mache ich jetzt hier weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich wollte euch jetzt eigentlich hier mit der fertigen Mauerreihe auf einer Höhe beglücken. Aber das wurde nichts, denn wo ich hier fertig war und hier mit den Kanten hier weitermachen wollte, habe ich gemerkt, ich bin eine Reihe zu tief. Und das heißt, ich darf jetzt hier die komplette Mauer umbauen, damit ich wieder richtig hinkomme. Naja, egal. Macht ja alles Spaß. Ja, auf jeden Fall gucke ich mal, dass ich jetzt Stativ hole und dann die Kamera hier richtig drapiere. Dann lasse ich euch hier ein bisschen mit zugucken. Wenn es klappt, spiele ich das Video jetzt hinten dran ein. Und wenn nicht, sehen wir uns gleich wieder. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal bis gleich.
So, da sind wir wieder ein Stück weiter gekommen. Ich hoffe, der Speedbuild konnte verwendet werden und ihr habt ihn euch angeguckt. Ja, schon ein ordentliches Mäuerchen. Also die Steine, die nehmen hier stetig ab. Mal gucken, wie weit ich komme. Zumindest für hier reichen sie noch. Aber für hier weiter muss ich mal gucken, weil ich möchte hier nämlich hingehen. Von hier die Mauer quasi noch komplett hier hinten vorbeiziehen. Dann brauche ich ja für hier auch noch Mauer. Für hier komplett. Und quasi für hier rüber. Da muss ich mal wahrscheinlich wieder noch nachbestellen. So, ich möchte euch noch was zeigen. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ne, man sieht es wahrscheinlich nicht. So machen. Ich habe mir einen Knieschützer geholt, damit ich besser unter der Anlage durchrobben kann. Weil ich habe mir schon zwei Jogginghosen kaputt gemacht. Das muss nicht sein. Da mache ich mal lieber einen Knieschützer für 2 Euro kaputt. Ja. So, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem zweiten Speedbuild an. Ich hoffe, der wird dann wenigstens einigermaßen werden, dass man verwenden kann. Weil ich glaube, hier in der Ecke habt ihr nicht so ganz gesehen, was ich gemacht habe. Ja, auf jeden Fall werden wir hier hinten jetzt noch ein bisschen weitermachen. Die Tunneldecken vielleicht noch fertig machen. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, am Eifer des Gefechtes habe ich da die Dachslopes falsch platziert. Das habe ich jetzt nochmal geändert. So, hier, da sieht man auch schön, dass von hier vorne nach hinten der Spalt ein klein bisschen größer wird. Das heißt, ich habe hier Spannung aus der Mauer rausgeholt. Deshalb bleibt die auch an Ort und Stelle und tut sich nicht hochdrücken. Das sieht man ja so hin und wieder bei einem anderen Video, dass die Probleme damit haben. So, also das ist jetzt eine Möglichkeit, dem Ganzen zu entgehen. Und die Vorsprünge, die gibt es auch in echt so. Von daher sind wir hier komplett im grünen Bereich. Ja, da würde ich sagen, dann mache ich jetzt mal weiter beim Bauen.
Ja, da sind wir jetzt soweit fertig. Ich hatte während dem Bauen ein paar Schwierigkeiten gehabt. Da habe ich dann den Speedbuild wieder neu anfangen müssen. Ein bisschen zurückbauen und wieder neu anfangen. Vielleicht hat man das an der einen oder anderen Stelle gesehen. Ja, hier habe ich jetzt eine Ecke vergessen. Das heißt also, ich werde hier wahrscheinlich immer so in Dreier-Schritten runtergehen bis hierhin. Und dann geht es hier in Fünfer-Schritten bis hierhin. Und hier muss ich noch gucken. Hier habe ich jetzt 9 Noppen gelassen, bis ich dann noch einmal runtergegangen bin. Und hier läuft es dann geradeaus. Ich muss mal gucken, ob ich das so lasse. Das sehe ich später, wenn ich jetzt hier die Landschaft fertigstelle, wie ich das mache. Es kann auch eventuell sein, dass ich hier hinten dran nochmal ungefähr auf der Höhe eine Mauer hier hochgehen lasse. Dann werden hier die Mauern nicht so hoch und ich kann trotzdem hier dann den Berg machen. Muss ich mal noch gucken, wie ich das mache. Ja, auf jeden Fall, das sieht soweit in Ordnung aus. Ist doch mal was man nicht so jeden Tag sieht. Ich gehe auch gerade hier hin, dann hat man alle 4 drauf. Ja, sieht doch fast aus wie bei der echten Bahn. Da lege ich jetzt ein bisschen Wert drauf, dass alles vorbildkonform läuft. So, hier entweder kommt eine Käseecke drauf oder ich werde hier ein Slope einbauen. Das müsste gehen. So ein 45er 2x2 hier an der Stelle auch. Wie gesagt, die Vorsprünge, die laufen nicht ganz bis oben hin. Hier muss ich gucken, wie ich das mache. Die sollen auch nicht bis ganz oben hinlaufen. Vielleicht baue ich die dann noch mal ein bisschen zurück, wenn die Mauer hier nicht höher wird. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es gelungen. So, hier unten, wie man sieht, durch die Steinreihe ist das alles verdeckt. Und wie gesagt, ohne die Vorsprünge hier, wo das, ich mache mal gerade hier die 2 runter, wo das halt hier unterbrochen ist, hätte das Ganze nicht funktioniert. Dann wäre es mir nämlich so gegangen, wie gesagt, wie manch anderem. Wenn man dann so einen halben Meter Mauer gebaut hat, macht es auf einmal flupp. Die Mauer geht hoch und Steine fliegen weg, weil alles unter Spannung steht. Das habe ich hier auch. Das ist alles ziemlich, mit Lücken behaftet. Nicht so schön. Wie gesagt, die Mauersteine sind scheinbar hier minimal zu klein. Wobei ich jetzt hier Mauersteine aus China habe. Andere haben mit Mauersteinen von Lego solche Probleme. Ja. Und da würde ich mal sagen, das war das Video von heute. So, gehen wir noch ein bisschen in die Totale. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.